Welt, die wir kennen und den Dingen, die wir fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Hier haben Sie 20. Der Rest ist für Sie und danke fürs Fahren. Danke. Und schönen Tag, Sir. Und grüßen Sie bitte Margaret von mir. Sagen Sie ihr doch, dass es jetzt bei Cobbles wieder Kerzen gibt. Es ist doch wieder die Zeit. Also dann, bye. Okay. Die Taxifahrer hier in Hillside sind wirklich sehr speziell. Ja, ich glaube, ich muss erstmal meinen Magen beruhigen. Herzlich willkommen im Hillside B&B. Mein Name ist Margaret. Hallo Margaret, mein Name ist Jared Sheffield. Ich habe eine Reservierung für 3 Nächte. Lassen Sie mich Ihnen Ihren Koffer abnehmen und dann schaue ich gleich nach, in welchem Zimmer Sie sind. Vielen Dank. Ja, das Haus ist wirklich wunderschön. Man merkt sofort, dass es mit Liebe geführt wird. Unser Bed and Breakfast gibt es seit 1920 in Hillside und ist seitdem im Besitz meiner Familie. Wir alle wollen, dass sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen. Alles, was Sie hier in der Empfangshalle und den Zimmern sehen, ist von uns ausgesucht, aufgehängt, verlegt oder aufgestellt worden. Margaret, ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich schon wie zu Hause. Aber eine Frage habe ich doch. Haben Sie vielleicht einen Tee? Der Taxifahrer ist so flott gefahren und mein Magen ist, glaube ich, noch nicht angekommen. Aber natürlich habe ich den, Mr. Sheffield. Sie sind im Übrigen im Zimmer 205. Ein wirklich schönes Zimmer mit einem großen, bequemen Bett und der Aussicht auf den Park und den See. Das klingt wunderbar. Hier ist Ihr Schlüssel. Sie sind im Moment mein einziger Gast, also genießen Sie die Ruhe. Sie können schon mal hochgehen. Ich klingle durch, sobald der Tee fertig ist. Einfach die Treppe hier hinauf und dann links und schon sind Sie da. Und jetzt mache ich mich an Ihren Tee. Links hat sie gesagt, also gehen wir links. 202, 203, 200, Moment, das hat ja gar keine Nummer, na egal, 205, ah, da, so, einfach nochmal aufmachen. Wow, ja, Margaret hat nicht übertrieben, das sieht ja alles hervorragend aus. Das Bad hat sogar eine Badewanne, dann wollen wir doch gleich mal schauen, ob der Park... Das ist ein Ausblick. Ja, hier werde ich die 4 Tage Prüfung ohne Probleme aushalten können. Ja? Ihr Tee ist fertig. Bin schon unterwegs. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Earl Grey. Setzen Sie sich. Ja, das ist Earl Grey. Ich nehme an, Ihr Taxifahrer war Pete. Der rast wie ein Besenkter. Da brauchen Sie Earl Grey, mein Lieber. Ja, danke. Das tut gut. Da fällt mir ein, Pete bat mich, Ihnen zu sagen, dass es bei Coles jetzt wieder Kerzen gibt. Danke. Das ist ja lieb. Da wollte ich nachher sowieso noch hin. Und jetzt erzählen Sie mir, was Sie in unserem kleinen Hillside so machen. Nun, in Hillside soll ich Ihre Bank beraten. Denn mit den ganzen Schließungen, die zurzeit üblich sind, muss ich prüfen, wie effektiv die Hillside National ist und ob sie nicht mit der Shadyside National zusammengelegt werden kann. Aber das sind ja über 50 Meilen, das geht doch nicht. Ich werde mein Bestes geben. Ich will doch auch nicht, dass Banken einfach so geschlossen werden. Aber mal etwas anderes, Margaret. Ich habe gesehen, dass neben mir ein Zimmer ist, das keine Nummer hat. Was ist da? Nicht. Bitte? Denken Sie bitte nicht daran, die Tür aufmachen zu wollen. Na, das wollte ich auch nicht. Ja, es ist doch schon wieder Zeit. Ich muss zu Coles. Die Kerzen? Die Kerzen, genau. Die Kerzen besorgen. Weil manchmal der Strom einfach ausfällt. Da muss ich vorbereitet sein. Meine Nichte Stacy ist heute Nachmittag für Sie da. Keine Sorge, ich werde sowieso in der Bank sein. Geht es Ihrem Magen schon besser? Ja, großartig. Aber Sie müssen los, ich werde auch gehen. Dann bis heute Abend. Ja, bis heute Abend.
Ich hoffe bloß für dich, du machst nichts Dummes. Guten Abend, Mr. Sheffield. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Nachmittag. Hallo, Margaret. Ja, es war sehr produktiv. Und? Ja, ich darf nicht sagen, Margaret, aber ich denke, Sie haben nichts zu befürchten in Hillside. Das wäre großartig. Abendessen, falls Sie mögen. Ach, danke, aber ich habe mit dem Manager gegessen und möchte nur noch ins Bett. Aber natürlich. Wenn Sie etwas brauchen, egal wann, rufen Sie einfach an der Rezeption an. Gute Nacht. Gute Nacht. Wieso ist das so kalt hier? Ich habe doch die Fenster geschlossen. Das Telefon. Margaret? Margaret, ich brauche dringend noch ein oder zwei Decken. Es ist so furchtbar kalt in meinem Zimmer. Okay, ich bin gleich da. Kann das nur so kalt sein? Wer stöhnt denn hier? Ich bin doch der einzige Gast. Vielleicht höre ich ja was. Das kommt aus Zimmer 204. Aber will ich doch na, mal schauen, was ich durch Schlüsselloch sehen kann. Eine brennende Kerze. Da liegt doch jemand auf dem Bett. Das verstehe, wer will. Ich bin also doch nicht der Einzige. Mr. Sheffield, ich habe hier Ihre Decken. Komme! Danke, Margaret. Gerne doch. Und tun Sie es bitte nicht, Mr. Sheffield. Ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Seltsame Frau, woher wusste sie? Ach, was soll's, ich schau einfach nochmal. Nanu, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Was ist das? Ist das ein rotes Tuch vor dem Schlüsselloch? Ich höre doch atmen. Ach, was interessiert mich, dass ich gehe ins Bett? Komisch nur, dass es hier auf dem Flur nicht so kalt ist wie in meinem Zimmer. Oh, langsam reicht's. Wo da drüben? Hey, Sie! Jetzt geben Sie endlich mal Ruhe da drüben. Ich muss in 4 Stunden aufstehen. Dann eben nicht! Wäre doch gelacht, wenn ich da keine... Ach, verdammt, warum ist hier kein Licht? Ach, mein Zeh! Jetzt erst recht. Margaret hat bestimmt den Schlüssel. Geht doch. Hallo? Entschuldigen Sie. Ihre Tür ist auf und ich bin Ihr Nachbar. Ich wollte Sie nur bitten... Natürlich gibt's hier kein Licht. Und wo ist die Kerze, die vorhin auf dem Tisch stand? Hallo? Ich habe Sie vorhin durchs Schlüsselloch gesehen. Geht es Ihnen gut? Oh, Hilfe, ist das kalt. Das Fenster ist auf. Warum? Ich schließe das Fenster schon. Oh, Margaret, Sie haben mich zu Tode erschreckt. Sie müssen nicht weitersuchen, hier ist niemand außer uns. Aber ich habe vorhin Stöhnen gehört. Und durch das Schlüsselloch sah ich jemanden auf dem Bett liegen. Ich bin doch nicht blöd.
Jared, niemand sagt, dass Sie blöd sind. Aber warum haben Sie nicht auf mich gehört? Sie sind so jung und hätten Ihr Leben noch vor sich. Margaret, mal abgesehen, dass Sie gerade die Zeitformen unserer schönen Sprache durcheinander gebracht haben. Was ist hier los zum Henker? Und ich will die Wahrheit. Vor 3 Jahren hatte ich hier in diesem Zimmer für 5 Nächte ein neureiches Ehepaar zu Gast. Dem Mann hat es hier hervorragend gefallen. Nur seine Frau hat wegen allem gestöhnt und gejammert. Irgendwann war es ihm zu viel. Eines Abends nahm er ein Messer und rammte es ihr in den Bauch. Dann sprang er aus dem geschlossenen Fenster und sie haben ihn bis heute nicht gefunden. Aber, oh mein Gott. Deshalb zünde ich jedes Jahr für 5 Nächte eine Kerze in Zimmer 204 an, damit ihr Geist sich nicht verlassen fühlt. Ah ja, und wenn dort ein Geist lebt, warum hing dann vorhin ein rotes Tuch vor dem Schlüsselloch? Die Polizei sagte mir, dass sie kein bisschen Blut mehr im Leib hatte. Doch ihre Augen waren so rot wie ihr vergossenes Blut. Jared, sie hat sie gesehen. Sie weiß, dass sie hier sind. Sie müssen fort, bevor sie ihnen etwas antut. Ihr Hass auf Männer. Kommen Sie, Jared, bevor es zu spät ist. Das ist doch Unsinn. Was soll denn hier... Margaret war so freundlich, uns allein zu lassen. Margaret? Margaret, Sie machen mir Angst. Warum haben Sie die Tür zugemacht? Damit du nicht wegläufst. Margaret, Ihre Augen. Damit ich dich besser sehen kann. Warum tun Sie das? Ich fühle mich so leer. Ich will doch nur ein bisschen von deinem Blut. So ungefähr. Alles. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich kann doch nichts dafür. Margaret, oder wer immer Sie sind, nehmen Sie das Messer weg. Ich flehe Sie an. Nein! Da bin ich schon. Herzlich willkommen im Hillside B&B. Sie müssen Mr. Crenshaw sein. Ich habe Ihnen das beste Zimmer reserviert, die 205. Und da Sie mein einziger Gast sind, wird Sie niemand stören.